Liebe Freunde, herzlich willkommen zusammen zurück zu einer neuen Folge vom LS19 mit der wunderschönen Feuerwehrmod. Schön, dass du wieder mit dabei bist, hier bei einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal. So, ja, wie fange ich am besten jetzt an? Also heute wage ich mir mal ein Video zu machen von einer wunderschönen Map, die mir im letzten Video vorgeschlagen wurde von einem sehr aufmerksamen Zuschauer. Grüße gehen raus an dich, ich weiß den Namen gerade leider nicht. Ich bin nämlich auf der Map Halle Tornau 1982. Das ist eine ganz, ganz alte Map, auf der man sehr viel Spaß haben kann. Und ich dachte mir einfach so, ich probiere die jetzt einfach mal aus. Ich schaue mal, wie das bei euch ankommt. Und dann schauen wir weiter. So, ich habe dafür erstmal ewig lange geguckt, bis ich hier dieses schöne Auto gefunden habe. Ist kein deutsches, ist aber dafür wunderschön. Hat zwei richtig fette Kennleuchten auf dem Dach, hat ein wunderschönes Horn, hat ansonsten weitere Funktionen, die ihr gerade schon gesehen habt. Simple IC ist am Stissel. Hier kann man auf jeden Fall sehr viel bedienen am Feuerwehrfahrzeug. Ansonsten haben wir einen schönen Wasserwerfer. Ist ja nicht ohne Grund ein Tanker. Das ist ein GTLF von einer Feuerwehr, die ich leider jetzt nicht weiß. Habe ich leider jetzt nicht auf dem Schirm. Das sieht so aus wie so ein russisches, / polnisches Feuerwehrfahrzeug. Da kenne ich mich jetzt nicht so ganz aus in anderen Regionen, wie die Feuerwehr da aussehen. Aber ich tippe auf Russisch, ne? Falls ich jetzt irgendwie falsch liege, ihr wisst ja. Her damit in die Kommentare, kommentiert das Video gerne mal. So, was mich mal interessiert, wartet mal ganz kurz, das müssen wir ganz kurz mal probieren, bevor wir losfahren, ob man den Wasserwerfer auf dem Dach da irgendwie bedienen kann. So, hier, ach guck mal, hier ist die Leiter, so. Jetzt bin ich also auf dem Dach. Ah, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, nee, hier ist keine Ansteuerung, da ist kein Fahnenkreuz zu sehen. Ich glaube, das wird so nix. Ah, das ist schade eigentlich, ne? Ich dachte wirklich, man kann es irgendwie steuern. Ich glaube, im Fahrzeug, im Inneren, ist glaube ich auch nichts weiter, was man jetzt irgendwie nehmen kann. Beziehungsweise ansteuern kann. Gut, na dann. Würde ich mal sagen, wir schauen uns heute mal ein bisschen die Map an. Geplant sind zwei Feuerwachen, die ich gerne anfahren möchte heute. Unter anderem erkundschaften wir einfach mal diese Map auf Herz und Nieren. Mal schauen, was wir alles so entdecken. Ich wünsche euch viel Spaß, liebe Freunde, mit einem neuen Video vom LS19 mit der Feuerwehrmod. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal und fahren jetzt drauf los. Ne? Ganz, ganz einfach machen wir das. So. Warte mal, Blinker ist an. Ich habe das gar nicht gesehen. Da war genau hier diese eine Lenkradsprosse im Weg. Das ist ja auch nicht so einfach, ne? Ich probiere es heute mal ein bisschen realistisch zu gestalten. Am besten hier mal aus der Innenkamerasicht. So, mach einfach mal die Wegerechte an. Damit wir schnell auf die Hauptstraße kommen. So, ihr seht hier wunderbar die Geschwindigkeit. Ich glaube, die stimmt nicht so ganz. Ich war gerade schon bei 50 und der Tacho hört auf bei 30. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. So, aber hier sind wir jetzt erstmal richtig. Wir sind nämlich an unseren ersten Punkt angelangt. Hier möchte ich nämlich erstmal euch diese wunderschöne Feuerwache zeigen. So, wir gehen mal ganz kurz gucken, was wir hier eigentlich so haben. So, wir haben jetzt erstmal hier, ich lasse mal Blaulicht und Warnblinker an. Vielleicht sollte ich noch absperren, ne? Nicht, dass uns jetzt hier reindonnert, aber hier ist eigentlich 30. Hier dürfte man jetzt eigentlich nicht schnell vorbeifahren, ne? Sieht man doch, guck mal, die fahren ganz, ganz im Schneckentempo hier vorbei. Ja, also, was ich gerade sagen wollte. Ich bin jetzt erstmal an der ersten Feuerwache. Das ist sozusagen die kleine Feuerwache hier in Halle. Oder die kleinste Feuerwache, die es gibt auf dieser Map, sage ich mal so. Hier steht erstmal ein Schild. Feuerwehrzufahrt, Fläche für die Feuerwehr freihalten. Das ist ganz, ganz richtig. Wir haben hier ein großes Gerätehaus.
sieht sehr alt aus. Wir haben zwei Fahrzeugunterstände, also da, wo man die Fahrzeuge reinstellen kann. Hier vorne steht ein Einsatzfahrzeug, was man nicht bedienen kann. Das kann man auch nicht wegfahren oder so. Das steht leider immer vor der Feuerwache. Finde ich ein bisschen schade. Und außerdem kann man hier halt auch die Tore nicht öffnen. Das geht gar nicht. Das Gerätehaus hat ansonsten gar keine Funktion. Man könnte höchstens sich hier vorstellen und das war's denn. Finde ich jetzt nicht schlimm. Habe ich früher auch so gemacht. Ne? Wenn man da zum Beispiel jetzt keine Feuerwehrgerätehäuser hat, die man dafür benutzen kann, um die Fahrzeuge reinzustellen, dann stellt man die einfach vors Gebäude. So, und was ich auch richtig cool finde, sind wir mal ehrlich, das ist ja richtig oldschool hier, wo wir drauf sind, auf dieser schönen Map, das geht leider nicht auf, wir haben hier natürlich sehr alte Gebäude stehen. Und was ich richtig gerade cool finde, ist eigentlich dieser kleine Hof. Ich bin mal gerade zu dreist, ich konzentriere mich jetzt nicht auf die neue Wäsche hier, die gerade gewaschen wurde und aufgehangen wurde, ich konzentriere mich eher mal auf das Gebäude. Das sieht richtig schön aus irgendwie, ne? Das hat so einen richtigen Flair, so einen richtigen alten Bauernhof-Flair. Also hier würde ich mich auch noch wohlfühlen, ehrlich gesagt. Also abgesehen davon, dass die Gebäude jetzt richtig alt sind, sieht schon fast zerfallen aus, würde ich jetzt meinen. Aber die Gegend an sich gefällt mir richtig gut. Obwohl, guck mal, hier drüben ist Baustelle, da ist längst noch nicht alles fertig. Aber hier sieht man auch, dass das wirklich Dörfer sind auf der Map, die auch richtig große Grundstücke haben. Das ist heutzutage natürlich nicht mehr so, ne? Da ist jeder Quadratmeter an Grundstück Geld wert und das war früher natürlich ein bisschen anders. Da hat man sich den Platz gehabt, das war auch nicht gerade so teuer und dann hat man sich halt ein schönes Leben da gemacht. Ne? So war das halt früher. Jo, das ist erstmal zum ersten Gerätehaus. Schade, dass man hier nicht einstellen kann, ne? Im L60. So, gut, dann würde ich sagen, fahren wir rüber zum nächsten Gerätehaus. Das ist ein bisschen weg von mir jetzt hier. Wir gucken mal ganz genau auf der Karte. Ich glaube sogar, wir müssen einmal zurückfahren. Da hinten ist auch schon ein anderes Feuerwehrfahrzeug. Ihr seht ja da die anderen grünen Punkte. Das sind die anderen Fahrzeuge, die da schon bereitstehen. Ich könnte eigentlich auch switchen jetzt, aber ich würde sagen, nö. Komm, wir fahren mal hin. Wir machen es mal so ein bisschen schön, das Video heute. Wir müssen da nicht immer hier übertreiben und uns teleportieren irgendwie. So. Sind wir denn richtig? Oh, sieht gut aus, ne? Auf dem Weg zum nächsten Gerätehaus. Schade, dass es jetzt kein Livestream ist, aber ihr müsst gerne mal von euch aus, bitte mal, in die Kommentare schreiben. Ich bitte euch darum, wie ihr dieses Horn findet. Ja, das würde mich mal richtig interessieren. Ich glaube, irgendwann nervt das, ne? Das ist schon so ein nervtötender Sound. So ein Horn, das wünscht sich niemand, glaube ich, mehr heutzutage. So, obwohl, das Video ist eine Premiere, ne? Das seht ihr jetzt gerade hier auf meinem Kanal. Ist kein Livestream, Leute. Also ich kann euch jetzt hier nicht live sozusagen Fragen beantworten. Ich kann bloß euch mit euch zusammen chatten. Also das kann ich live machen, aber jetzt live eure Kommentare lesen, das funktioniert leider nicht. Das ist sozusagen eine Premiere und kein Livestream. So, ich weiß jetzt nicht, warte mal, ob wir jetzt hier richtig sind, aber oh. Oh Gott. Ach du meine Güte, sind wir jetzt hängen geblieben am Zaun? Ach du Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Komm, wir fahren erstmal weiter. Das hat niemand gesehen. Das Auto kann das ab. Ich habe da gerade so ein bisschen den Zaun mitgerissen. So, hier laufen erstmal die Leute, ne, auf der Straße. Hier steht ein schöner Schlepper. So, jetzt müssen wir dann die nächste links abbiegen. Da kommt gleich so eine große Kreuzung. Da müssen wir reinfahren. Ah, guck mal, da kommt sogar ein Zug. Da gehen die Schranken runter. Ach, Leute, ich bin richtig verliebt in diese Karte. Also, ein Glück habe ich diesen Ratschlag oder beziehungsweise Vorschlag angenommen. Das ist ja mega, Mensch. Das freut mich gerade richtig. Ich fühle mich gerade wie 10 Jahre zurück gefühlt. Wahnsinn. So, ach, hier, guck mal, hier müssen wir rein. Ich wollte gerade meinen, wir sind gleich da. Bin ich fast vorbeigefahren. So. Willkommen zur nächsten Feuerwache. Das ist sozusagen die größere. Oder die größte Feuerwache auf der Map. Ich weiß nicht, also ich glaube, es gibt insgesamt zwei Feuerwachen auf der Map.
Ich lehne mich jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster, weil ich habe bisher nur zwei gesehen. Also mehr habe ich jetzt bisher noch nicht gesichtet. Wie gesagt, auch dafür könnt ihr gerne dieses Video, diese Premiere kommentieren, falls ihr diese Map kennt. Und ihr vielleicht wisst, wo es noch eine weitere Feuerwache gibt, also ein weiteres Gerätehaus. So, das nächste ist die Feuerwehr Mötzlich. Mötzlich. Ah, schwieriger Name. So, auch hier steht wieder ein L60. Hier haben wir mehrere Geräteunterstände. Wir haben sozusagen drei an der Zahl. Auch hier kann man wieder nichts öffnen. Auch sehr schade. Also hier kann man auch halt die Fahrzeuge nur, naja, vor die Feuerwache stellen. Ich glaube, das wird hier ganz schön eng, ne? Wenn ich jetzt meinen GTLF hier oder meinen großen Tanker da vorstelle, dann blockieren wir, glaube ich, die Hälfte der Straße. Jo, ansonsten, schönes Haus. Gefällt mir. Gehen wir ganz kurz nach hinten. Das sieht gut aus. Auch hier richtig oldschool diese Gefängnisgitter. Das kenne ich auch von meiner eigenen Feuerwache, wo ich früher drin war. Da hatten wir auch sowas. Das haben wir halt auch von früher einfach drin gelassen. Ja, die meinten auch, die anderen Kameraden, warum sollte man das rausreißen? Das ist doch Quatsch. Also einen besseren Schutz gibt es ja gar nicht. Was war das gerade? Da hat es gerade so ein bisschen, ich habe das gehört, hat sich angehört wie so eine alte TS. Wer weiß. Aber ansonsten, schönes Ding. Schade aber, dass man halt die Tore nicht öffnen kann. Das finde ich richtig, richtig schade. Ansonsten würde ich mal sagen, switche ich mal ganz kurz rüber zu einem weiteren Fahrzeug. Das steht auch hier hinten. So. Das ist ein moderneres Fahrzeug, ein TLF 1624. Das steht hier hinten bereit. So, und damit werden wir uns mal ganz kurz zur Feuerwache begeben. Denn ich glaube, mit diesem Fahrzeug macht das schon mehr Sinn, sich da hinzustellen. Vielleicht sollte man einfach darauf achten, dass man Feuerwehrfahrzeug benutzt für diese Feuerwache, die halt ein bisschen kleiner sind. Guckt euch das an, wenn hier ein Verkehr noch kommt, dann wird es ganz schön knapp. Also ich glaube, dieses kleine TLF, das, jetzt kommt da noch ein LKW, ich glaube, das passt hier richtig, richtig schön rein. Wir probieren es einfach mal. Ich hoffe, ich komme da auch rum. Ein Stückchen müssen wir noch. So. So, das müsste eigentlich richtig gut klappen. Guckt euch das an. Das ist ja wie gemacht dafür. Ich fasse es nicht. Das passt da so gut rein, dass ich das einfach stehen lassen würde hier. Das steht nicht mehr auf der Straße. Das stört hier gar nicht. Guck mal. Also haben wir erstmal das erste Fahrzeug gefunden. Für die Feuerwehr Mötzlich. Wunderbar. So. Ja. Leute, also was meint ihr? Kommentiert das Video gerne mit eurer Meinung. So, dann würde ich mal sagen, achso, nochmal raus, Entschuldigung. Jetzt einsteigen und jetzt Tür zu. So, dann würde ich mal sagen, fahren wir erstmal weiter, denn wir sind ja längst noch nicht fertig, uns die Map anzuschauen. Es gibt halt immer wieder so kleine, schöne Sachen, die mir einen so richtig auffallen. Zum Beispiel dieser kleine See, beziehungsweise Teich, wo so ein kleines Holzboot drin steht, wird irgendwie gerade dabei ist, unterzugehen. Das sieht man hier auf der rechten Seite. So. Und da wir halt ein großes Auto haben, einen großen Tanker, können wir eigentlich auch diesen Feldweg fahren. Da können wir eigentlich rüber donnern. Eigentlich sollten wir uns nicht festfahren damit. Ich weiß bloß nicht, wo wir jetzt hier rauskommen, weil das sieht so aus, als würde es gar nicht mal weitergehen hier. Ich glaube, das ist einfach bloß für die Landmaschinen. Da hinten ist noch ein Auto, was hier steht. Ja, das steht jetzt auch richtig ungünstig. So. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ich glaube, das sieht aus wie so eine Verkaufsstelle. Irgendwie so eine LPG oder so. Reifeisen oder was auch immer. So, warte mal, von wo sind wir gekommen? Wir sind ja jetzt hier auch. Ach, wir fahren einfach mal nach links. Mötzlich, genau, da waren wir ja gerade. So, dann fahren wir einfach mal hier rum. Ach, nicht da, nehmen wir mal die nächste. So ein bisschen fühlt man sich auch hier wie in Omsi ungefähr. Das ist ja auch ein bisschen alles älter. Obwohl, wir sind ja nicht in Berlin, wir sind ja in Halle. Eieiei, da stehen ja schöne Gerätschaften vor der Tür meistens. Also es sind immer so eine kleine Details auf der Map, die einen so richtig so ein schönes Feeling vermitteln oder übermitteln.
umso mehr macht das auch Spaß, hier drauf zu spielen. Denn diese Map, liebe Freunde, ist auch öffentlich und kostenlos zum Download. Alle Infos, wartet mal, findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt fahren wir rein in Tornau, Bezirk Halle-Saale, genau. So, ich guck mal kurz auf der Map, kurz einen Check machen. Das ist also Tornau. So, und das ist ja auch die Feuerwehr Tornau auf der rechten Seite. Wo wir eben schon angehalten haben. So, hier können wir ganz kurz mal vorbei. Ich weiß ja nicht, was als nächstes kommt. Ich glaube, es gibt bloß zwei Ortschaften. Ich glaube sogar Tornau ist ein größeres Dorf. Ansonsten haben wir halt hier so viel Felder. Ich fahre einfach mal links rum hier die Hauptstraße lang. So viele Felder, die man eigentlich bewirtschaften kann. Also daraus könnte man durchaus auch so ein Projekt machen mit Landwirtschaft und mit anderen Sachen. Und ich habe mir halt schon so ein bisschen was überlegt, was ich denn hiermit eigentlich machen möchte. Denn ich spiele das jetzt hier nicht ohne Grund. Ich zeige euch das jetzt auch nicht jetzt irgendwie mutwillig, also ohne dass ich mir jetzt Gedanken gemacht habe, warum ich jetzt eigentlich hier bin. Das hat schon seine Gründe, denn ich habe euch ja vor ein paar Tagen gefragt, ob wir vielleicht demnächst im LS19 Server aufmachen möchten. Ich weiß, die meisten möchten natürlich so ein bisschen modernere Fahrzeuge, können wir auch gerne benutzen, das ist gar kein Ding. Aber ich war halt lange auf der Suche nach einer schönen Map, die öffentlich zum Download ist, die nicht so groß ist von der Größe und halt vom Speicherplatz. Und bis ich dann diesen einen Kommentar gelesen habe von einem Zuschauer. Ich habe mir die Map dann halt angeschaut und dachte, ja, die könnte man durchaus für den LS19 Server benutzen. Was meint denn ihr, Leute? Kommentiert das gerne mal in die Kommentare, ob ihr gerne diese Map sehen möchtet, wenn ich dann später den LS19 Server dann online stelle. Dann könnten wir hier sozusagen drauf ein bisschen spielen, ein bisschen daddeln, Landwirtschaft machen auf jeden Fall. Mit sehr vielen Mods, denke ich mal, wird das auch kommen. Und dann könnte man natürlich auch noch einzelne Feuerwehrfahrzeuge mit draufnehmen. Das wäre es doch mal, oder? Das lasst mir gerne mal wissen und haut mir alles in die Kommentare. Ich weiß, das ist wieder viel zu viel heute. Ich glaube, jetzt müsst ihr das Video vielleicht nach der Premiere noch einmal neu starten, um euch alle Fragen anzuhören. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen viel auf einmal. Das ist ja auch nicht schlimm. Das könnt ihr gerne machen. Aber was mir halt wichtig ist, dass ihr das auch kommentiert, damit ich halt auch weiter planen kann für den LS19 Server. Jo, ansonsten würde ich erstmal sagen, steigen wir aus. So, und gucken uns mal ganz kurz hier nochmal die Sachen an auf dem Tanker, was wir alles bedienen können, was wir alles drauf haben. Wir haben erstmal eine große Pumpe an der Seite, wir haben sämtliche Schläuche, wir haben Mehrzweckstrahlrohr, was wir benutzen können. Hier hinten haben wir weiter nichts, hier ist halt die Leiter für aufs Dach klettern. Dann haben wir auch noch eine Pumpe und nochmal sämtliche Schläuche. So, das kann man halt alles benutzen. Hier kann man auch per Simple IC die Tür auf- und zumachen. Habt ihr ja sicherlich jetzt mitbekommen, dass es bei diesen Tatra funktioniert. Und was ich halt so richtig cool finde, ist eigentlich, dass das hier so ein großes Blaulicht hat. Also das hat einfach irgendwie was. Obwohl es kein deutsches Fahrzeug ist, macht es trotzdem Spaß, damit zu fahren. Obwohl, es fährt auch höchstens nur 60. Ich habe es probiert, habt ihr ja gerade auch im Video gesehen. Schneller fährt dieses Auto leider nicht. Finde ich jetzt überhaupt auch gar nicht schlimm, denn auf dieser Map kann man oder muss man gar nicht so schnell eigentlich fahren, weil die ist eigentlich übersichtlich, die ist schön klein und kompakt. Hier fliegt erstmal... Oh, das ist eine Messerschmitt-Mensch, ein Flugzeug rüber. Ja, also das ist halt eine schöne Map. Schöne Fahrzeuge habe ich bisher hier und ich würde mich halt sehr freuen, liebe Freunde, wenn wir uns dann hier demnächst wiedersehen sozusagen. Wir treffen uns auf dieser Halle Map wieder online zusammen mit zum Beispiel ein Video oder mit einem Livestream auf meinem Kanal. Und wenn ihr Bock drauf habt, immer her damit. Kloppt mir alles bitte in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Kommentiert wie gesagt gerne das Video, lasst gerne ein Abo da und auch einen fetten Daumen nach oben. Und wenn ihr natürlich noch mehr sehen möchtet von dieser wunderschönen Map, dann schreibt das auch gerne mit in die Kommentare. Und alle Infos findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Da sind auch alle Mods verlinkt, die ich heute in diesem Video benutzt habe. Ausschließlich auch diese wunderschöne Map. Und ja, dann war es das erstmal von meiner Seite aus. Falls ihr noch irgendwas habt, ihr wisst ja, in die Kommentare. Wir sehen uns wieder, Leute. Macht's gut. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.